Herzlich willkommen. Wir sind wieder in der Gilde unterwegs. Wir haben den Winter 1423 und ja, unser momentaner Hauptcharakter, der Ulfbert, steht hier tapfer rum und läuft wieder weg. Sorgt dafür, dass wir mehr Ruhm ernten für unsere Familie. Wir sind inzwischen endlich Baron geworden, das heißt, wir haben einen richtig guten Adelstitel. Wir haben auch noch einiges frei für neue Gebäude. Und dafür fehlt uns noch ein bisschen Geld. Aber das kriegen wir hin. Wir sind momentan dabei, in Richtung Handwerk war das zu gehen. Und zwar möchte ich hier das noch freischalten für die 7000, die wir jetzt gerade machen könnten. Und dann bauen wir unsere erste Schmiede irgendwo auf. So, um diese Schmiede zu bauen. Wo ist sie denn? Da brauchen wir allerdings 17.000 weitere Münzen. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen was verdienen. So, dann wollte ich noch mal nachschauen. Die sind frisch dazugekommen. Okay, wir können momentan noch nichts anderes verteilen. Die beiden sind noch zu jung. Ich denke, also bin ich. Warum sind die im Krankenhaus Jemand untätig? ist in eines eurer Gebäude eingebrochen. Ernsthaft? Dein Ernst? Oh Mann. Na gut. Okay, der ist unterwegs. Die haben momentan alle nichts zu tun, weil nichts da ist, um was zu tun. Aber das sollte sich gleich geregelt haben, wenn er das verkauft hat und das neue Zeug hier hinbringt. Und dann hoffen wir auf ein schnelles Münzwachstum. Hat schon wieder versucht, jemand einzubrechen. Zum Glück hat das nicht geschafft. Jemand ist in eines eurer Gebäude eingebrochen. Jetzt wurde es geschafft, in der Baderhütte. So, das könnten wir als nächstes auch noch machen. Die beiden Predigerhütten abreißen. Aber die lassen wir noch ein klein bisschen weiterarbeiten, bis wir die Bauanzahl gefüllt haben, die wir jetzt momentan noch haben. So, noch ein bisschen, dann können wir sie endlich bauen. Wir haben aber jetzt schon wieder einige Einflusspunkte dazu bekommen. Können in der Zeit ja mal schauen, dass wir hier was freischalten. Ich weiß nur noch nicht was. Okay, ich weiß es noch nicht. Bauen wir erstmal das Ding zur Halskette. So, wo bauen wir es hin? Da
wohnen wir? Das ist unsere. Die Produktion wurde unterbrochen. So. Dahin bitte. Sehr schön. Oh, war das ein schrilles Geräusch. So, dann lassen wir das mal bauen. Hier sehen wir, wann das fertig wird. Dauert also nicht mehr so lange. Und 26, 25, die nichts zu tun haben. Was ist da los? Sehr wahrscheinlich im falschen Moment das Geld ausgegeben. Die können keinen Nachschub besorgen. Ein neues Gebäude wurde errichtet. Von einer Gilde eingeladen. Handwerker. Ja, schön. Au. Das Geräusch ist gar nicht meins. Okay, ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld. Ich habe überhaupt kein Geld. Noch nicht mal ein bisschen was habe ich im Moment an Geld. Ja, noch wieder ein bisschen. Dann würde ich vorschlagen, direkt mal einen Fuhrknecht zu holen. Einen Arbeiter. Noch einen Arbeiter. Dann gehen wir hier hin. Und dann fehlt uns wieder Geld. Und wir haben den Frühling. 1424. Mitternacht. Und alles in Ordnung. Ah, zack, da haben wir wieder, da haben wir wieder weg, da haben wir wieder, da haben wir wieder weg. So geht das hin und her. Ich warte noch ein bisschen. 1 Uhr morgens und alles in Ordnung. Achso, der schläft eh noch. Wenn er so ist, dann nehmen wir. Huch, da wurde noch ein Kind geboren. Der Jan. Sehr schön. Da ist mein Geld schon wieder weg. Mann. Das geht aber auch schnell. Drei Uhr morgens und alles in Ordnung. Noch eine Gilde? Kommt schon. Immer nur die beiden. Ich will aber gerne die haben. Das ist viel interessanter. Ein Gegner greift das Gebäude eures Verbündeten an. Mhm, okay. Die sind auf jeden Fall schon mal am Arbeiten. Jupp, der hat schon Zeug geholt, das ist sehr gut. Das weiß ich nicht. Ist wieder weg, jetzt habe ich wieder Geld. So, zack. Haben wir noch schnell erwischt. Aber wir sind damit noch nicht fertig. Ich will den noch ein bisschen weiter erweitern. Und zwar hätte ich gerne Produktivität. Sobald das ist schlimmer als die Börse. Jetzt habe ich wieder gar nichts mehr. Und wieder weg. Ja. Und wieder weg. Dann pendel dich mal ein. Tausender, weg. 500. Okay, ja. Ich hoffe, die Schmiede bringt da ein bisschen Stabilität bald rein. Die Produktion wurde unterbrochen. So, ja. Schutz. Wow. Erweiterung. Produktivität. So. Dann geht das ein bisschen schneller. Ich meine, die haben ja schon, glaube ich, einiges an Produktivität. Unter anderem, weil wir ein hohes Ansehen haben. Hier plus 10% bringt das. Wow. Dann das Gebäudebonus selber. 15% dazu. Das ist schon ganz gut. Die produzieren schon mit ordentlich Dampf dahinter. Euer Ansehen ist gewachsen. Sehr schön.
Bei der Dynastie Gravenstedt sind wir jetzt freundlich. So. Dann. Das mit dem Geld, das geht immer weiter hin und her. Aber gut, die müssen jetzt sich erstmal noch ein bisschen fangen. Der fängt ja auch sich nochmal an auszustatten dort. Das gehört ja alles noch mit dazu. Okay. Da ist aber Action. Schlag kann ich gar nicht selber machen, ne? Ne, das können echt nur die Grobhandwerker machen. Also ist man von denen sogar ein bisschen abhängig. So. Dann müssen wir gucken, dass wir das nächste Gebäude bald auch noch hinkriegen. Ich weiß noch nicht, ob das auch eine Schmiede werden soll oder nicht lieber eine Schneiderei. Ich glaube, eine Schneiderei könnte sogar noch ein bisschen schöner sein. Würde ich dann aber auch direkt bis voll aus ausschöpfen. Was? Moment, was ist hier los? Abbrechen. Ich habe gerade keine Ahnung, was das war. Also es waren Heiratsvorschläge bzw. Angebote, aber die eine hat doch gar nicht zu mir gehört. Oder ist die wieder bei mir? Zinamika. Jemand möchte eine Abmachung mit euch treffen. Wir werden uns sicher einigen. Ja, das ist die. Aber über die habe ich doch nichts mehr zu sagen. Die ist doch schon mit einem von denen verheiratet, oder nicht? Ja, das können wir machen. Euer Ansehen hat sich verschlechtert. Wo das denn jetzt? Grevenstedt ist jetzt neutral. Ja, von mir aus. Ihr werdet geachtet. Ist jetzt schon wieder? Ah, okay. So, ich würde hier auf jeden Fall noch ein paar Erweiterungen machen. Hauptsächlich noch einen Arbeiter. Nämlich noch einen Fuhrmann. Wäre nicht verkehrt, einer noch. Ich stelle den auch direkt an, komm. Ein bisschen Produktionsgeschwindigkeit, Kundenzufriedenheit, Verkaufsslot nehmen wir auch noch mit rein. Und der Slot war eigentlich, glaube ich, unnötig, aber egal. Hat der zweite Fuhrmann sich sofort mit einem Karren ausgerüstet? Scheint so. Na gut, soll mir recht sein, ich werde mich nicht beschweren. Ja. Noch sind die Ausgaben von dem relativ niedrig, aber das wird sich, glaube ich, ziemlich schnell fangen. Jetzt sind 125, es ist wieder Sommer. Mitternacht und alles in Ordnung. Wunderbar. Dann hoffen wir, dass bald wieder ein bisschen mehr Geld reinkommt. Dann überlegen, ob die Schneiderei wäre schon nicht verkehrt, oder brauche ich einiges? 2,5. Und alles in Ordnung. 11. Okay.
Das ist nicht günstig. Und ich glaube, die Schneiderei kostet auch nochmal, beziehungsweise die Gewandweberei kostet auch nochmal richtig viel. 2 Uhr morgens und alles in Ordnung. So, ich will nochmal hier kurz schauen. Hier bin ich. Hallo. 3 Uhr morgens und alles in der Ordnung. Lebt erstaunlich lang. Wurde unterbrochen. Was ist mit dir? Kannst du noch? Was jo. Gibt es? Probier das mal. Ich habe schon blaue Jemand Flecken ist in eines eurer Gebäude eingebrochen. Na, sehr gut. Nun? Das geht. Ihr bitte auch. Ich bin gerade beschäftigt. Wer bist du? Du bist, glaube ich, der mit ihr verheiratet ist. Und du bist mit ihm verheiratet. Okay. Dann haben wir da die Versuche nochmal im Gange. Und ich sehe schon, ich muss nochmal nach Hause. Da ist nämlich Pause angesagt. Das heißt, die haben das alles fertig gearbeitet hier. Ja. Dann würde ich die das gerne nochmal machen lassen. So. Wo ist es? Hier das mit den Kindern mal auch noch rein, dass sie rausspielen gehen. Und das auch nochmal, dann sind das nochmal eine ganze Weile am Machen. Ist das schon. So. Ist was? Ein Gegner greift das Gebäude eures Verbündeten an. Das hier hat nicht funktioniert. Feierabend. Euer Ansehen ist gewachsen. Sehr schön. Die sind noch nicht ready. Sind jetzt beide nicht schwanger geworden oder was? Jetzt nicht, bitte. Ah doch, bei der hat's geklappt. Nur bei ihr hat's nicht geklappt. So. Das heißt, nochmal Nachwuchs ist unterwegs. Ja, ich habe schon die Befürchtung, dass das später richtig schön intensiv wird mit der ganzen Familienverwaltung. Zumindest auf die Tour, wie ich das hier vorhab. Man muss das natürlich nicht so extrem machen, dass man sich den Stammbaum hier vollhaut wie Sau. Das sind schwer die Kaufleute. Naja, gut. Wir können hier nochmal ein bisschen was freischalten. Ich glaube, so große Ausgaben werden wir jetzt erstmal nicht mehr kriegen. Die Fuhrleute sind voll ausgestattet. Das heißt... In eines eurer Gebäude eingebrochen. Oh, nervt das. Okay. Oh, das ist aber abenteuerliche Musik. Hätte gerne, kann auch noch einen Schergen, glaube ich, anheuern inzwischen oder sogar mehrere. Jo, sehr gut. Wie lautet der Plan? Falk, geh mal bitte so gut wie zum Marktplatz. So, dann hätte ich gerne, dass du einen Pferdekarren dir nimmst. Dann hätte ich gerne, dass du dir Plattenharnische nimmst. 2 Stück. Achso, mehr kann ich mir nicht kaufen. Dann kauf dir erstmal 2. Weiter müssen wir gucken. So. Dann hätte ich nachher noch gerne die langen Schwerter. Sobald das mit dem Geld kommt. Jetzt haben wir gar keins mehr. Sehr gut. Ja, dann bleib erstmal da und warte da. So. Verliert ein Gebäude. Ist die Dummfanger verloren? Okay, die sind richtig schön hier am Kämpfen.
Jemand ist in eines eurer Gebäude eingebrochen. Es ist reiner Kriegszustand hier so langsam. So. Lange Schwerter, pack die mal da rein. Auch erstmal zwei, ist okay. Dann brauche ich nachher noch die Schilde. Die sind aber günstig. Kann ich direkt schon mal reinpacken. Ja. Dann würde ich, glaube ich, noch. Ja, sehr gut. Die Eisenarmbänder würde ich auch noch nehmen. Jemand ist in eines eurer Gebäude eingebrochen. Die Produktion wurde unterbrochen. Aber es geht gleich los, keine Sorge. Euer Ansehen ist gewachsen. Wir haben wieder kein Geld mehr. Ja, wenigstens ist die dramatische Musik vorbei. Ich meine, kaufen. Zu wenig Taler. Ist gerade wieder runtergesunken. Sehr schön. Ein Gegner greift das Gebäude eures Verbündeten an. Ja, so ist das. Jemand mag euch. Das ist aber lieb. Da haben wir wieder einen Jungen. Sehr schön. Ich warte jetzt extra mit dem Geld ein bisschen. Ich hatte eben gerade 6.000, das ist jetzt wieder auf 3.000 runter. Ich hoffe, dass die gut einkaufen und dann daraus ein bisschen Stabilität sich reinbringt. Und wir haben Herbst, 1426. Mitternacht und alles in Ordnung. Das ist gut. Ein Uhr morgens und alles in Ordnung. Jemand ist in eines eurer Gebäude eingebrochen. Dramatische Musik, Einbrüche. Wie soll man das denn aushalten hier? 2 Uhr morgens und alles in Ordnung. Da kommt man einfach nicht hoch. Gut, jetzt momentan sind keine am Arbeiten, aber trotzdem. So ein bisschen was wenigstens. Was wir aber machen können, ist auf jeden Fall hier jetzt auf jeden Fall was freischalten. Ich würde mir gerne die Rüstung holen. Die Widerstandskraft. Und Klugheit. Klugheit wäre auch super. Ja. Achso, hatte ich schon. Dann die Gehgeschwindigkeit. So. Das passt ganz gut. Wir sind jetzt ein bisschen schneller unterwegs. Also auf jeden Fall ein riesigen Vorteil. Und wenn die in den Kampf reinkommen, dann ist das auch nicht ganz so dramatisch. So. Können wir jetzt mal. Oder sind wir wieder am Sinken? Ja, und wieder runter. Zwei kurz unten gewesen. So richtig will das einfach nicht hochgehen. Die Produktion wurde unterbrochen. Wo wurde das denn jetzt unterbrochen? Was darf ich für euch tun?
hier. Soll ich da noch einen Fuhrknecht reinhauen? Muss ja noch. Ja, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Ja, ich muss das auch noch kaufen. Damit ich alles zu Hospitälern machen kann. Das kommt ja auch noch. Jetzt ist aber gut. Aber das muss ich auch noch machen. Stimmt. Ich bin gerade verhindert. So. Sieht hier jetzt aus. Ich hätte gerne immer noch platten Harnische. Ja, so, da. Zwei bitte. Dann hätte ich gerne noch die Langschwerter. Auch zwei bitte. Habe ich mir jetzt gerade was gekauft? Sieht nicht so aus. Zwei Langschwerter bitte. Dankeschön. Dann Schild. Eins. Okay, das reicht mir erstmal. Guter Falk. Ah, hier hin. Ich sehe gerade, ich bräuchte 5 von jedem. Aber so ist auch erstmal okay. So, pack das da rein. Ja, ja bitte. Und das auch noch. Dankeschön. Jemand möchte eine Abmachung. Ein guter Plan. Jemand ist in eines eurer Gebäude eingebrochen. Ja, ist gut. Schon wieder sowas. Was habe ich denn mit der zu tun? Ingo Raubinger. Jemand ist in eines eurer Gebäude eingebrochen. Und was ist das? Dafür kriege ich die. Ulfbert. Wir werden uns sicher einig. 20. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Mit 44. Ach komm, lass mich in Ruhe mit diesen seltsamen Angeboten. So, der ist wieder hier. Ich habe auch ein bisschen Geld. Dann brauche ich noch einen Plattenharnisch. Ein Schild. Ein Langschwert. Danke. Und fahr auch wieder hier hin. Und dann können wir hier die ausrüsten und dann mal auf Erkundungstour schicken. Das wird aber was für die nächste Folge sein. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Madet Jod, schwenkt Hut, grüß euch Jod, ich bin fort.